starten wir mit der Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Endergebnis 3:1 für die Lilien. Ich darf auf dem Podium begrüßen zu meiner Linken Ralf Santelli, unseren Cheftrainer, zu meiner Rechten Markus Anfang, Cheftrainer vom SV Darmstadt 98. Und dem Gast gebührt das erste Wort. Ja, guten Abend zusammen. Wir haben heute, glaube ich, eine sehr intensive Partie gesehen. Wir sind nicht wirklich gut in unser Spiel reingekommen. Um das kurz zu machen, sind wir im Prinzip fast über die gesamte Spielzeit nicht in unser Spiel reingekommen. Haben sicherlich die Zweikämpfe angenommen und haben auch dagegen gehalten. Aber ich glaube, dass Würzburg heute schon auch in vielen Phasen die bessere Mannschaft war. Was wir richtig gut gemacht haben, war, unsere Chancen haben wir gut genutzt. Wir haben in der ersten Halbzeit eine Möglichkeit über Fabi. Allerdings hatte Würzburg da schon eine hundertprozentige. Fabi hätte sie vielleicht auch besser verwerten können. Dann es sind lange Szenen gewesen, die nicht wirklich zu Torchancen geführt haben. Aber sicherlich mehr Spielanteile dann bei den Würzburgern. Und dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit den Handelfmeter. Ich kann da schwer was zu sagen. Wir haben selber schon 6 Handelfmeter gegen uns bekommen, insgesamt 10 Elfmeter bekommen. Ich kann das so ein bisschen nachempfinden. Ich finde, die Regelung ist einfach schwierig. Ist auch nicht so wirklich nachzuvollziehen, aber die Schiedsrichter müssen sich auch dran halten. Und hat es, glaube ich, am Ende dann aufgrund der Regel richtig entschieden, auch wenn es alles ärgerlich ist. Und das kann ich auch verstehen. Dadurch gehen wir dann auch vielleicht in der Phase sehr glücklich, 1-0 in Führung. Zweite Halbzeit dann dasselbe Bild. Wir sind irgendwie nicht wirklich ins Spiel reingekommen und bekommen dann nach mehreren Standardsituationen hintereinander, bekommen wir dann im zweiten Ball das 1-1. Und ich glaube, dass dann die gelb-rote Karte am Ende auch nochmal entscheidend für uns war, dass wir noch ein bisschen aufgekommen sind. Da haben wir dann ein bisschen besser ins Spiel gefunden. Würzburg war die ganze Zeit über gefährlich nach vorne. Und da machen wir das 2-1 und hinten raus haben wir dann klar, Kontermöglichkeiten und machen auch das 3-1, aber ich glaube, heute muss man sagen, dass wir jetzt nicht zwangsläufig verdient dieses Spiel gewonnen haben, aber wir haben in der Saison so viele Spiele gehabt, die wir hätten klar für uns entscheiden müssen. Heute ist es andersrum gelaufen und wir freuen uns darüber, wir brauchten Punkte, wir haben die Punkte jetzt geholt, wir haben aus den letzten 7 Spielen 14 Punkte geholt. Das ist super für uns, das ist ein Zweierschnitt, da sind wir sehr glücklich mit. Auch wenn wir wissen, dass heute sicherlich auf der anderen Seite ein Gegner war, der sehr viel für das Spiel getan hat. Und wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn wir das Spiel heute nicht gewonnen hätten. Dankeschön. Danke für das Statement. Ralf, deine Analyse zum Spiel. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Glückwunsch an Markus Anfang und seine Mannschaft. Glückwunsch an Darmstadt 98 für den Dreier hier. Ich sehe es ähnlich wie mein Kollege, wenn man unterm Strich alles zusammenfasst, war es, glaube ich, eine sehr laufintensive und zweikampfintensive Partie. Ich habe es in der Tat auch so wahrgenommen, dass in vielen Phasen mehr Spielanteile bei uns lagen. Aber ich glaube, den großen Unterschied hat letztendlich Darmstadt dahingehend ausgemacht, dass die ihre Chancen zu 100% oder fast zum großen Prozentsatz effektiver ausgenutzt haben. Wir haben sicherlich auch beim Stand von 1:1 mit Marvin Piringer nochmal eine ganz dicke Chance. Ja, wenn wir da das 2-1 draus machen, weiß ich nicht, ob das nochmal spannend wird. Unterm Strich schwächen wir uns natürlich mit dieser gelb-roten Karte und bringen da auch bis in die Darmstadter nochmal in ruhigeres Aufbauspiel rein. Unterm Strich stehen wir mit leeren Händen da und das ist das, was ich immer gesagt habe, es werden die Punkte zusammengezählt am Ende. Heute haben wir keine Punkte erreicht und das wird einfach jetzt nochmal 1-2 Tage dauern, dass wir da uns nochmal richtig schütteln und am Freitag geht es weiter. Und solange es einfach noch möglich ist, werden wir dran glauben. Ich kann den Jungs heute überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja, da hat alles gepasst. Wir waren mit Standardsituationen brandgefährlich. Ja, wir haben Zweikämpfe angenommen. Wir haben sehr variabel gespielt, unsere Passsicherheit war deutlich besser und wir sind heute natürlich, sagte Markus Anfang, er war nicht ganz zufrieden. Ich fand, die Darmstädter haben schon ein richtig gutes Team auf dem Platz, die sind technisch kopfballmäßig auch sehr stark und die haben uns sehr, sehr gefordert heute. Was mich freut einfach, wir haben es angenommen, wir haben es wirklich angenommen, das, was man in den letzten Spielen vielleicht auch mal gesagt hat, wir haben das vermissen lassen, das haben wir heute angenommen, dafür sind wir aber nicht belohnt worden, aber nichtsdestotrotz ist unser Kopf oben und es geht weiter.
Danke dir, Ralf, für dein Statement. Dann übergebe ich das Wort an Jan mit den Fragen für Markus Anfang. Ja, danke dir, Markus. Heute ausschließlich Fragen von Stefan Köhnlein vom Kicker und vom Ligenblock. Er hat vor dem Elfmeter eine Diskussion zwischen Kempe und Dusun wahrgenommen und anschließend einen etwas angefressenen Tobi Kempe. Wie hast du die Situation erlebt und gibt es inzwischen eine Ansage, wer schießt? Also ganz ehrlich, ich habe da gar nicht hingeguckt in dem Moment. Ich war gerade dabei, habe mit der gegnerischen Bank drüber gesprochen, über diese Handregelung, dass wir die alle nicht verstehen, aber sie nun mal da ist. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen und am Ende, ob Tobi oder Serda, einer von den beiden sollte die Kugel nehmen und reinschießen. Jetzt hat Serda gemacht, Tobi hätten wahrscheinlich auch reingemacht, aber das war heute, glaube ich, nicht die größte Sorge, die wir hatten. Trotzdem daran anknüpfen nochmal die nächste Frage. Hat Dusun dir vielleicht versprochen, bei Elfmetern keine Faxen mehr zu machen? Ja, das ist darauf, glaube ich, gezielt, weil er damals diesen Sprung gemacht hat und dann den Elfmeter reingeschossen hat. Ja, ich habe das damals schon gesagt, ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig und ja gut, er macht es jetzt nicht, er hat es jetzt nicht gemacht, er hat ihn reingemacht, aber naja, ja, kann man schwer was zu sagen. Also er ist so, er macht es so, er hat seine Tore gemacht, jetzt wieder gemacht, wir sind dankbar dafür, dass wir ihn da vorne drin haben, er kann dankbar sein, dass wir ihn so füttern vorne, dass er Tore machen kann, also von daher ist es alles in Ordnung so. Und da du in deinem Eingangsstatement bereits auf die gelb-rote Karte eingegangen bist, nur noch eine Frage, kurz und knapp, war das der Klassenerhalt? Solange es rechnerisch noch möglich ist, eingeholt zu werden, sagt man ja immer, dass man noch Punkte braucht. Aber es war auf jeden Fall ein großer Schritt hier in Würzburg mit diesen 3 Punkten, die wir geholt haben. Was man auch sagen muss, in Würzburg zu gewinnen, ist zwangsläufig nicht leicht. Also Hannover hat hier verloren, Düsseldorf hat hier verloren, HSV hat hier verloren. Also hier musst du erstmal bestehen. Und wir haben heute auch das Quäntchen Glück, muss man auch mal sagen, auf unserer Seite gehabt. Ich glaube, dass wir einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht haben. Rechnerisch ist es aber noch nicht abgeschlossen und diese magische Grenze von 40 Punkten haben wir noch nicht erreicht. Also somit sollten wir auf jeden Fall noch nachlegen, was wir sowieso wollen, weil jetzt wollen wir natürlich auch die Saison dementsprechend vernünftig zu Ende spielen und unsere Punkte noch holen. Wir haben einen 2er-Schnitt, wäre super, wenn wir den beibehalten könnten. Wird natürlich sehr schwer. Wir haben jetzt Bochum vor der Brust, aber wir werden natürlich alles dafür tun, die Saison dementsprechend abzuschließen. Vielen Dank dir und dann spielen wir bald zurück an unsere Würzburger Kollegen. Dann danke ich dir. Und ich habe zunächst 2 Fragen von Michael Fürst. Zunächst, war die gelb-rote Karte spielentscheidend? Ob die gelb-rote Karte spielentscheidend war, mag ich so nicht zu behaupten, weil ich weiß ja nicht, wie es ohne gelb-rote Karte zu Ende gegangen wäre. Von dem her kann ich da jetzt keine zuverlässige Auskunft geben. Ich meine, wenn wir unterm Strich die Tore machen, ob wir zu 11 oder zu 10 spielen, dann schaut es ganz anders aus und das, glaube ich, war unterm Strich das, was wir versäumt haben, dass wir wirklich diese Chancen auch nutzen, in Tore ummünzen und somit ja, das Ergebnis halt nicht positiv beeinflussen konnten. Du hast nach dem Spiel die Mannschaft auf dem Feld zusammengeholt, einen Kreis gebildet. Warum und was hast du den Spielern gesagt und gibt es noch Hoffnung auf den Klassenerhalt? Ja, das ist eine Maßnahme, die war mir wichtig, den Jungs in dem Moment einfach auch zu sagen, dass ich absolut stolz und zufrieden bin, wie sie sich hier reingehauen haben und wie sie sich präsentiert haben, dass da jeder enttäuscht ist, ist, glaube ich, völlig normal. Und aber ich glaube, ich mache sowas ganz, ganz selten, weil ich es nicht zur Schau stellen möchte. Aber in dem Moment, glaube ich, war es einfach wichtig für uns insgesamt, weil wir uns sehr toll präsentiert haben und weil wir uns reingehauen haben. Und da haben sich die Jungs das einfach auch mal verdient, weil es war klar, wenn ich jetzt so einen Kreis bilde, dass da sofort eine Frage kommt oder dass uns das Fernsehen einfängt. Und da sind die Jungs einfach stolz drauf. Felix Mock möchte wissen, muss sich das Team heute angreifen lassen, zu viel liegen gelassen zu haben? Was heißt zu viel liegen gelassen?
Felix, ich weiß nicht, was du damit meinst. Heute haben wir, wie gesagt, zu wenig Tore geschossen. Ob wir über die gesamte Saison was liegen lassen haben. Ja, ich glaube, das ist immer so, wenn du unten stehst. Es gibt immer Spiele, wenn du am Ende der Saison zusammenzählst und sagst, ja, da haben wir einen Punkt verschenkt, da haben wir zwei Punkte verschenkt, da haben wir drei Punkte verschenkt. Dann kommst du, aber das geht jeder Mannschaft so. Das geht mit Sicherheit auch Darmstadt so, dass sie sagen, da gab es ein paar Spiele und am Schluss fehlen dir halt 6 oder 8 Punkte und dann schaut die Tabelle anders aus. Es heißt immer so schön, über die gesamte Saison gleicht sich's aus. Vielleicht ist es in Würzburg so, dass es sich über 2 Saisons ausgleicht. Vielleicht haben wir unsere glücklichere Situation letztes Jahr gehabt und dieses Jahr etwas weniger. Aber letztendlich, und das finde ich sehr lobenswert unter Kollegen, wir haben hier Blumen gekriegt vom Kollegen, der sagt, hier musst du erst mal gewinnen und die Jungs mussten wirklich an die Grenzen gehen und das sollte man, glaube ich, darstellen und sagen, hey, die Jungs haben einen guten Job gemacht heute. Und abschließend, in welchem Bereich siehst du Verbesserungsbedarf und was hat dir heute gefallen? In welchem Bereich sehe ich Verbesserungsbedarf? Wir müssen einfach mal wieder 1 oder 2 Tore mehr schießen. Ich denke, dass wir die 3 Tore, die wir gekriegt haben, die waren einfach zu viel. Also die waren gut herausgespielt, die waren technisch klasse genommen, wenn ich an das 2-1 denke. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn er den anders trifft, dann schießt er hinterm Tor den Kameramann oben vom Turm runter. Aber das macht er einfach technisch sauber und deswegen waren die Tore absolut verdient. Aber unterm Strich, ja, nochmal, ein Fußballspiel steht auch ein Stück weit eben mit den Toren, die du erzielst und das haben wir einfach heute vermissen lassen. Dann bedanke ich mich bei beiden Cheftrainern für die Antworten, den Journalisten natürlich für die Fragen. Dann wünsche ich dem SV Darmstadt 98 alles Gute für die restliche Saison und natürlich eine gute Heimreise und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank.